Dann werde die kosmischen Steine wollen. Los, rüber zum Stark Tower und rein in den Anzug. Ja, hallo Leute, wir sind wieder bei Lego Marvel Superheroes. Und beim letzten Mal sind uns aus dem Gefängnis einige Superschurken entwischt. Unter anderem waren dabei Sabertooth, Magneto. Und jetzt müssen wir wohl zum Iron Man werden, damit es weitergeht in der Story. Und ich schätze einfach, wir müssen ein Boot nehmen. Weil fliegen kann ich jetzt nicht. Ohne Anzug, aber... Dafür gibt es ja hier diese Fahrzeugstation. Oh, ich glaube, was nehmen wir denn da? Ah, okay, hier kann ich eh nur das Boot nehmen. Ja, da nix hier rein da. Cap. Ich weiß nicht, schafft der Cap es nicht hier rein? Irgendwie anscheinend nicht. Aber Cap. Hm, er will nicht. Vielleicht hat er ja Angst vor Wasser. Warum auch immer. Dann machen wir uns auf den Weg. Ja. Ich glaube, so weit müssen wir gar nicht fahren. Ach so, der Cap schwimmt einfach, natürlich, klar. Das haben wir mit unserem schweren Helm natürlich nicht machen können, ne? Ist ja klar. Kommt er denn wieder aus dem Wasser? Ja, er schafft es sogar aus dem Wasser raus. So, Cap, jetzt lassen wir dich mal ein bisschen laufen. Du bist auch schneller. Du bist auch viel schneller unterwegs. So, ich weiß nicht, ob wir die ganzen Nebenmissionen hier angehen sollten. Ich vermisse das Fliegen. Dieses ständige Rumlaufen macht mich müde. Ja, ich weiß. Wie können Leute nur so leben? Oder ob wir das in einem anderen Durchgang machen, weil... Ich will eigentlich zuerst nur mal die reine Story zeigen. Ich glaube, dann an die Schauplätze mit den anderen Figuren und so weiter gehen, kann man in einem späteren Durchgang noch. Und dann hier die ganzen Nebenmissionen zu machen. Hier ist ja überall auf dem Dach ist irgendwas los, wo man noch was entdecken kann. Ich denke mal, das machen wir tatsächlich in einem anderen Durchlauf. Es sind sehr viele Symbole auf dieser Open Map. Nehmen wir uns jetzt einen Flieger? Ich glaube, wir nehmen uns einen Flieger. Oh cool, wir können noch viele andere Fahrzeuge hier schon spawnen. Ich würde ja gerne ein bisschen mit dem Auto hier rumdüsen. Polizeiauto, was haben wir hier? Transporter, Limousine. Ja, wir nehmen das Fahrrad. Ob wir da zu zweit drauf können? Bin ich mal gespannt, was der Iron Man jetzt macht. Ob er mir hinterherläuft, oder... Oh. Ich glaube, wir sind damit nicht wirklich schneller. Es sieht eher so aus, als würde der Captain ohne Fahrrad schneller unterwegs sein. Oh, was ist denn hier los? Der Punisher, was willst du denn? Siehst du dieses Gesicht? Es ist kein glückliches. Und das alles nur wegen ein paar Idioten, die mit ihren Trucks eine Spritztour machen und die Straßen verpesten. Nimm meinen umweltfreundlichen Truck und bestrafe diese stinkenden Höllenmaschinen. Was? Natürlich. Nimm meinen umweltfreundlichen Truck. Okay. Okay. Muss ich die jetzt einfach umfahren, oder? Ganz schön klein, wenn es das ist. Ich hoffe mal... Oder was? Ja, was sieht's aus? Ich meine, der Truck ist ja vom Punisher. Die werden sich das ab sofort zweimal überlegen, ob sie die Luft unnötig verpesten oder nicht. Ah, jetzt habe ich den auch aufs Fahrzeug freigeschaltet. Cool. Coole Sache.
Oh, was ist das denn? Da ist ein Dinosaurier-Symbol, da muss ich einfach hin. Okay, Silber, das kann ich dann nur mit dem Iron Man mit seinem Anzug öffnen. Den ich jetzt nicht habe. Oh, cool. Das hier ist wahrscheinlich was für Hawkeye. Ist die Frage, ob er das... Nee, er kann das nicht. Ja, dann muss ich mit Hawkeye dann hin. Hier gibt es echt noch einiges tatsächlich nebenher zu entdecken. Sachen, die man machen kann. Ich denke mal, da, das sind irgendwelche Rennen, die man fahren kann. Ja, dann versuchen wir uns weiter zu unserem Ziel vorzuarbeiten. Ich meine, dass wir das Fahrrad verloren haben, ist jetzt nicht allzu schlimm, weil es war ja eh nicht das Schnellste. Kann ich hier tatsächlich? Ja, nimm mein Auto. Das Superheldengeschäft holt was. Ach, cool. Ich kann sogar in die Fahrzeuge einfach einsteigen. Das ist ja nicht schlecht. Da haben die ihr das Open-World-Konzept tatsächlich so richtig umgesetzt. Das gefällt mir. Oh. Ich will Feuerwehrmann werden. Wow, da muss ich abbiegen. So, da sind wir. Jetzt wird's peinlich. Ich habe meine Schlüssel in meinem anderen Anzug vergessen. Noch nein. Kann man die Tür irgendwie anders öffnen? Klar, wir müssen einfach nur ein bisschen erfinderisch sein. Ja, geht das auch mit... Ja, das sieht so aus. Natürlich gibt es einen Hebel, der mit Captain's Shield funktioniert. Da hat Mr. Stark natürlich direkt dran gedacht. Der gute alte Tony. Oh, was gibt's hier wieder? Nee, so. So. Und so. Der Stark Tower prägt die Skyline von Manhattan als A, hochmoderne technologische Forschungseinrichtung, oder B, als riesiges Denkmal für das Ego des Besitzers. Ansichtssache. Zweiteres, würde ich sagen. Ich frage mich nur, warum sie das Tony Stark erklärt. Habe ich euch schon mal von meiner Partyrüstung erzählt? Sieht aus wie ein Smoking. Für die etwas offizielleren Kämpfe. Schatz, ich bin zu Hause. Warum so ein unfreundlicher Empfang? Jarvis, ich bin's. Dein Boss. Alarm, Eindringling. Sicherheit aktiviert. Oh, oh. Eindringlinge? Jarvis, Befehl zur Sicherheitsdeaktivierung. Tango Oscar Sierra 3963. Wir müssen unseren Weg reinkämpfen. Jemand muss sich in mein System gehackt haben. Das ist doch eigentlich mein Job bei anderen. Was zum? Natürlich. Woher? Na toll. Wenn Jarvis gehackt wurde, kann ich auch meinen Anzügen nicht mehr trauen. Allen? Sie sind alle mit dem Hauptrechner verbunden. Die Laser irgendwie ausschalten. Nein, nicht im Sperrmodus. Vielleicht kann ich aber ihre Waffe unterbrechen. Oh, verliere ich direkt ein Leben? Ich nur ein Interface-Terminal. Ein Interface-Terminal brauche. Oh, da muss man aufpassen, da gibt es nämlich schon einen Anzug. Der wird wahrscheinlich eher nicht freundlich sein.
So. Jetzt kommen die Teile langsam zusammen. Okay, Minispiel. Was müssen wir hier machen? Ist doch falsch rum. Ah nein, die flackern jetzt. Das hat schon mal geklappt. Wenn wir es richtig timen, kommen wir daran vorbei. Ich bin jetzt mal gespannt, ob er dann auch gerade vorbeikommt. Ach so, da oben gibt's schon. Das geht aber erst auf, wenn ich den Anzug habe, sehe ich gerade. Das sind ja silberne Bausteine. Och Mann, warum laufe ich schon wieder rein? Jetzt muss ich aufpassen. Sonst sterbe ich. Ich sterbe. What the... Na, ah, jetzt wollte ich gerade B drücken. So. Ach so, direkt dagegen halt. Oder was? Ja, okay. Seems like it. Okay, Problem. Ich brauche meine Keycard, um den Anzug freizugeben. Und die hast du nicht. Sie ist da drüben, auf der anderen Seite der verriegelten Tür. Die gehen nicht kaputt. Oh, okay, das kann ich steuern. Was ist denn da unten dieser Hebel? Den kann ich aber jetzt nicht betätigen damit. Nee. Nee, sieht nicht so aus. Ah ja. Oh, das ist der War Machine-Anzug, so wie es aussieht. Jawohl. Viel besser. Ein bisschen altmodisch für meinen Geschmack. Aber für den Zweck sollte es reichen. Genau, da oben kann ich jetzt... Okay. Aber die Laser sind auch weg schon. So, mal gucken, ob er das kann mit dem Anzug. Jawohl, das scheint zu funktionieren. Viele, viele, viele Münzen. Lego-Stücke. Lego-Stücke. Das ist nicht der War Machine-Anzug, es ist dieser alte Iron Man-Anzug. Erste Version. Sau cool, in den ersten Comics sah der richtig gut aus. Aber er kann einfach alles vernichten. Irgendwie das Tändlich. Super. Was machst du da? Ah, okay, das war nur ein Speicherterminal. Nehmen wir das mal mit. Der Zerstörungswahn sollte schon rauskommen. Oh. Ah, hier muss der Sandmann sein. Cool. Da kann ich wahrscheinlich Stan Lee retten. Es sind noch ein paar Missionen so eingebaut worden. Bam, Junge. Bam.
Okay. Kann ich das Teil wahrscheinlich? Wow. Wow. Ich schätze mal einfach, das kann ich von dem Terminal aus hier steuern, aber was will dieser Rodi-Kopf da? Ne? Ah, ich kann es nicht mal freisteuern, das macht er einfach auf X drücken. Da muss der gute alte Captain ran. Probleme hier lösen sich aber schnell von selbst. Muss ich ja jetzt mal sagen. Warum gibst du mir den Tipp jetzt, wo ich schon übers Feuer drüber bin? Wie überall Bösewichte, die auf dem Labor rumklopfen. Das ist aber nicht schön. Bam, bam! Erstmal schön ein bisschen alles zerstören. Oh, was ist das? Ein Hologramm. Kann ich aber sonst nichts dran machen. Dann zerstören wir mal die Regal hier. So oft liegen kann er nicht mit dem Anzug. Ein ziemlich beeindruckendes Gebäude, Mr. Stark. Das ist mal eine Aussicht. Und das kann wahrscheinlich auch nur der Cap. Jo. Aber muss ich andersrum machen? Jawohl. Sind wir jetzt schon oben auf dem Stark Tower? Scheint so. Nee. Komme ich so nicht ran? Das muss ich wahrscheinlich später machen. Ja klar! Zu sein. Er kommt da nicht hoch. Ich schätze mal, da gibt es hier irgendwo einen Schalter. Ah, okay, einfach da dranhängen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, und wie läuft das hier? Kann ich das... hier mit ihm irgendwie beeinflussen? Jawohl. Und bringt das auch was? Jawohl. So, die nächsten Recken. Oh, es sind aber einige unterwegs. Ja, lass mich doch mal hier.
Da ist wieder was für den Cap. Da ist wieder was für den Iron Man. Lösen wir erstmal das hier. Okay, da muss ich wohl erstmal irgendeinen Laser aktivieren. Hm, komme ich da auch hoch? Au, au, au. Sollte ich besser. Oh, was mache ich denn? Ah, ich habe da unten noch gestanden. Na gut. Hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Was, wo? Ja, den habe ich aber jetzt nicht, den unglaublichen. Na, andere Seite? Jawohl. Hier irgendwas zum Charakterwechsel übersehen. Ich glaube, ich muss sogar da hoch. Also hier einfach durch geht auf jeden Fall nicht. Das hier geht erst irgendwie, wenn da ein Laser rauskommt. Was hat denn das Verschieben da oben jetzt gebracht eigentlich? Okay. Ah, jetzt kommen die Laser. Oh ja. Oh ja. Mach ich die Laser an den Lasern kaputt, oder? How is it? Ja, wohin soll ich die Laser lenken? Auf die Laser selber hat es irgendwie keine Auswirkung. Auf die Tür aber auch nicht wirklich. What should I do? Da komme ich nicht ganz rüber. Da auch nicht. Kann ich damit vielleicht den... Nee, aber ihm macht das auch nichts aus irgendwie. Erstmal, was es hier so noch gibt. Ah, da kann man nicht weiterlaufen. Hier mit ihm kann ich auch nicht vorab schon mal was zerstören. Da ist schon wieder ein Hologramm von dem alten, von dem neuen Anzug. Okay. Nicht irgendwie weiter nach hinten gehen, dass ich zwei gleich... Ah, da kann ich es auffüllen. Da füllt sich was auf. Nummer 1. Nummer 2. Weiter geht's. Oh oh. Eure Big Laser Gun. Ah, natürlich. Kann ich die irgendwie zielrichten? Ah, ja, 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 ich muss da drauf. Da mache ich Laser und Laser kaputt. Bang!
So, zwei Hebel. Kann er das gar nicht, oder? Ach so, das muss ich selber machen. Die Tür ist open. Es tut mir leid, Sir. Meine Systeme werden gerade übersteuert. Wow, das ist ziemlich cool. Keine Zeit dafür. Oh yeah. Da kommt einiges. Ah, ob das jetzt als Feuer gilt? Weil dann kann ich ja die Goldenen hier tatsächlich auch... Nee. Das zählt nicht als Feuer. What is this? Ah, ja. Zur Lasergun. Ja. Okay, das ist sehr offensichtlich wieder mal. Da ist noch ein Hologramm. Die werden wahrscheinlich auch noch irgendwas zu bedeuten haben. Sicherheitssystem teilweise wiederhergestellt. Fordere sofortige Bereitstellung des Mark 42 Anzugs an. Zeit, mich in Schale zu werfen. So, jetzt. Ich bin mal gespannt, ob das auch episch animiert ist, wenigstens. Jawohl! Versuch mal mit deinem Laser deine Form rauszuschneiden. Was? War ich jetzt nicht nah genug dran? Ah! Lagerzugang gewährt. Oh, oh. Loki, es ist vorbei. Es tut mir unaufrichtig leid, aber ich benötige dringend eine starke Kraftquelle, die wenig kostet. Nun, du stiehlst von den Besten. Das ist nicht das Einzige, wobei wir uns bedient haben. Wo willst du hin? Traue nie einem Halbgott. Zeit, euch sogenannten Avengers eine Lektion zu erteilen. Genug, du Clementine. Okay. Damit hättest du rechnen müssen, Stark. So. Oh, ich hab gerade den Cap. Ich hab gerade den Cap erledigt. Helden
gibt es nach wie vor nur im Märchen. Warum immer den guten Tony? Bam! Viele, viele, viele Lego-Steine. Bäm, Junge. Oh, ist das? Ah, ist wieder so eine Speicherstation. Oh, immer der arme Tony. Lass mal den Tony in Ruhe. Bäm, Junge. Nie könnt ihr meine Vision für die Menschheit erahnen. Jetzt werde ich eure eigenen Waffen gegen euch richten. So eine Hulkbuster, Hulkhunter, Uniform. Das könnte interessant ist das werden. Die Hulkbuster-Rüstung? Ja, ja, Hulkbuster. Und er kann dann alles, was Hulk kann? Ja. Und noch viel mehr. Was ist 32 von diesem Typ kommen jetzt hier? Und währenddessen werde ich dann auch noch von oben beschossen. Kann ich ihn anvisieren? Ich glaube, das bringt mir nicht viel. Nee, das bringt mir nicht viel. Okay, dann muss ich wohl erstmal die Typen hier erledigen. Hausparty-Protokoll aktiviert. Okay. Das ist natürlich cool. Kann ich auch einfach. Nee, das sieht ja so aus, als würde ich ihn damit heilen. Ah, ich sehe es da hinten. Er hat da hinten so eine goldene Stelle. Die muss ich wohl erwischen. Oh, komm schon. Nee! Oh, hier gibt's was zu basteln. Was wird das? Okay. Jetzt kann ich aber die... Jawohl, genau. Na? Magst du meinen Anzug? Ich habe eine Schwäche für Oldies. Wie kommt es, dass mein Turm nie verschont bleibt? Neuer Anzug. Müssen sogar zwei sein. Jawohl. So,
Aber immer lasse ich die nächste Zwischensequenz mitlaufen. Damit wir die auch nicht verpassen fürs nächste Let's Play. Wir sind in großer, schlimmer, es ist das Ende der Weltgefahr. Erste Tests von Reed Richards ergaben, dass diese Steine die kosmische Kraft lagern und von Silver Surfers Brett stammen. Wenn das bedeutet, was ich denke, dann verfügst nur du allein über die Kompetenz, die Erde zu verteidigen. Anscheinend sind unsere beiden Labore verwüstet worden. Diese Gauner lieben es, unser Zeug zu stehlen. Und sie haben schon viel zu viel davon gestohlen. Wir müssen unsere Latveria-Operation in Gang setzen. Ich nenne sie Operation Latveria. Ich hol den Rest der Fantastischen Vier. Gut, schalten Sie die Shield-Arc-Reaktor-Spuren-Software ein. Ihr verfolgt meine Arc-Reaktor-Spuren? Weißt du, wie oft ich dich bei irgendeiner komischen Party suchen muss? Wie du siehst, gewinnt man durch den besten Geheimdienst die Oberhand. Hawkeye, Black Widow, ihr seid dran. Oh yeah. Wir müssen uns den Arc-Reaktor zurückholen, bevor er für unausdenkliche Zwecke benutzt wird. Folgt dem Signal und findet ihn. Genau, und hier steigen wir beim nächsten Let's Play wieder ein. Bis dann.